So, da bin ich wieder. Ich gehe jetzt auf Rettungsmission. Jetzt müsste ich ja den Haslo eigentlich ganz gut aufheben können. Aber wie kommt man denn da durch das Gestrüpp durch, ohne gnadenlos zugrunde zu gehen? Einfach nur rennen. Da kommen wieder einige Leute von unten den Berg hoch. Einfach nur rennen klappt nicht, weil die explodieren. Ich bin instant am Boden. Ah, das ist... Da sind ja dann immer so Kreise. Vielleicht kann man denen so ein bisschen ausweichen. Ja, ich guck mal. Vielleicht haben wir jetzt Glück, dass uns einer aufhebt. Wenn ich hier durch die Mitte laufe, werde ich nachher noch von beiden getroffen, nämlich auf jeden Fall kaputt. Natürlich besteht auch hier die Gefahr, jetzt ich liege hier mitten in der Straße, dass wir über einen drüberlatschen. Man hat ein bisschen Zeit auszuweichen. Man hat ein bisschen Zeit auszutrampeln. Vorsicht, Haslo. So, Brauser, du liegst auch an einer guten Stelle, ne? Ja, eigentlich ja. Lass sie da kommen jetzt. Eigentlich vielleicht. Ach, jetzt haben die. Ach, Mann, was sind das denn für Nasen? Aber die beugen sich sofort runter. Ah, okay. Weil sorry, sagt da kein Problem. In dem Moment sind die Pflanzen dann weg. Ja. So. Lass mal erstmal auch nach oben. So. Aber da oben kommen wir, wie gesagt, nicht weiter, wir müssen in die andere Richtung. Was ist mit der dem anderen Weg? Oder laufen wir den einfach hinterher? Die sind doch genug, um hier ein bisschen aufzuräumen. Ja, aber das, da führt es nur in, ich weiß, führt es da nur in Instanzen. Okay, und dann... man kommt hier... Dann gehen wir den anderen Weg jetzt entlang. Lass mal den... Halt ein bisschen Abstand, ich mach mal die Pflanzen kaputt. Bleib mal weg, Brausi. Ah gut, so geht's auch. Ich renn einfach durch. So geht's natürlich auch. Oh, da bin ich schon tot. Ja. Pass auf, ich heb dich auf, bevor die Blumen wieder kommen. Und dann los. Hast du hinterher? Gut. Denke mal hier zu dieser hellen Fläche. Hier irgendwo muss das weitergehen. Okay. Ach ja, hier ist ja jetzt die Tür auf. Die war vorhin zu. Da bin ich nicht weitergekommen. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Der normale Weg geht da weiter und nach oben geht es wieder, glaube ich, zu irgendwelchen Instanzen. Gut, dann nehmen wir erstmal den normalen Weg. Ja, ich glaube, da geht's hier. Auf der Karte sieht man da so ein bisschen so Irrgarten. Ja, sehe ich viel Irrgarten. Müssen wir jetzt da hier durch, ne? Ja, wir können versuchen zu rennen. Wenn er alleine... Ach, links ist noch einer. Vorsicht, ach, jetzt hat er uns schon. Ach, dann rennen wir einfach irgendwo hier. Oh, scheiße, ich bin in die Sackgasse gelaufen. Okay, hier müsste es entlang gehen. Uah, Vorsicht. Ja, hm. Ach, Brausi, du liegst. Brausi, sag doch was. Ja, ja, ich, mir fehlen die Worte. Und laufen, 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 laufen. Mir nach. Komm hier. So, hier entlang. Und weiter war ich auch noch nicht. Vorsicht, Brausi, Brausi. Es ist aber dunkel. Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. Ja, du läufst die ganze Zeit in die Blumen rein. Hab dich gleich. Ah, diese Kistblumen hier. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. So, gut, das haben wir. Hier haben wir ein bisschen Platz. Gucken wir, dass wir die von vorne nicht noch mit dazu pullen. Wartet erstmal. Lass uns mal hier den Mörser. Okay, der Mörser, der muss weg. So, sehr gut. Den Mörser haben wir. Von hinten kommt keiner. Die sind wir los. Ja, vorne. Machen wir jetzt den vorne. Beziehungsweise die. Wir haben auch eine Mitstreiterin gefunden, glaube ich. Das ist der dritte. Ach, das ist ein normaler. Machen wir erstmal den normalen hier. So, okay. Erledigen. Danach direkt den hier.
Frau Brausi, wir müssen ein bisschen, und ich muss ein bisschen auch auf mein Leben achten, sehe ich gerade. Manchmal nutzt es nichts, da kannst du achten, so viele willst. Guck mal, dass sie auf den Markierten geht. Komm, ihr seid auf dem falschen Ziel. So. Jetzt den letzten. Ach, ist gar nicht der letzte, ist ja noch einer. Ist der noch dazugekommen oder so? Das war aber nur ein normaler, ne? Okay. So, da vorne ist der Mörser. Schnell den Mörser beseitigen. Okay, da stehen wir erstmal sicher. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, jetzt einmal hier hoch gibt es einen Weg wieder, aber der führt, glaube ich, auch nur in Instanzen. Mann, du blöde Kuh, was sollst du dir denn daran da? Ja, wir müssen jetzt eh hier durch, glaube ich. Sonst ja, gut, wir... aber die hätte doch mal irgendwie... Wenn ihr unten auf die Karte guckt, ja, da ist von dem Innenkreis eine so eine helle Fläche. Da müssen wir hin quasi. Ich glaube, du meinst das, wo ich gerade den Mauszeiger hinhalte, auch wenn du es nicht sehen kannst. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Ganz schräg, diagonal auf der anderen Seite rüber. Ja, soweit habe ich das, glaube ich, noch gar nicht aufgedeckt, wie du das hast. Also. Ach, da sind wieder die Killerblumen. Ja. Ich bin gerade sowieso, wo geht's denn weiter? Ich bin ein bisschen orientierungslos. Da vor uns, da ist ein ganzer Haufen Spieler. Wir vielleicht einfach mal zu denen rüberlaufen. Dann sollten wir uns denen anschließen. Ich weiß zwar nicht, wo du die siehst, aber... Ja, mitten, wo wir stehen. Also mitten, wo wir stehen, ist gut. Da ist Menge. Draußen fährt auch schon der Krankenwagen vorbei. Komm, du bist doch nur ein ganz normaler. Du musst doch mal langsam tot gehen. Jetzt lauf nicht weg. So. Okay, dann ja, da müssen den Mörser noch rasch weg. Heb mal den Lin auf. Oder die, weiß ich nicht. Oh, da habt ihr ja noch mehr. Ausi, Moment, ich hab dich gleich. Ja, ich liege wieder. Ich hab dich gleich. So. Ja, aber... Den Franklin auch. Moment. Ich glaube, hier müssen wir jetzt einfach lange rennen machen. Ja, lass uns mal da lang rennen. Einfach durchrennen. Komm, Haslo. Immer so im Zickzack geht das. Wir rennen einfach mal dem Brause hinterher. Immer im Zickzack. Wenn wir das letzte Stück auch noch schaffen, was sicher schwierig wird. Dann ist da eine Tür, die verschlossen ist. Scheiße, die Tür bleibt zu, solange dir die nicht umgehauen sind. Also wir müssen jetzt hier einiges an Aufräumungsarbeit erstmal. Ja, das schaffen wir nicht. Jetzt haben wir uns hier alle angelacht, an dem wir vorbeigelaufen sind. Einzige Chance, die wir haben, ist, dass die andere Gruppe, die da noch unterwegs ist, uns ein bisschen den Hintern rettet. Obwohl wir sie eigentlich gerade schmilchlich haben zurückgelassen. Irgendein Event ist erfunden. Die Tür ist auf, die Tür ist auf, die Tür ist auf. Aber dann durch. Ich bin fast down. Ich liege. Ich liege. Oh, scheiße. Wo bist du denn?
Ja, die mitten hier im Gewusel. Ewig nicht. Ja. So, jetzt. Hat sie dich aufgehoben? Ich lebe wieder. Und dann hier durch und. Ja, warte, komm, lass uns die Leute hier retten. Die haben uns ja auch geholfen. Ja, klar. Außerdem liegen hier noch Kisten rum. Die soll man ja nicht liegen lassen, ne? Lebenspunkte erhöhen sich. Den nehmen wir auch noch mit und den hier auch. Ich bringe das später zu Ende. So, jetzt können wir weiter. Der Kisten. Und dann so links um die Ecke. Und da haben wir erstmal Ruhe. Da ist dann da vorne ein kleiner Händler. Ah, sehr gut. Ein Reparierer. Ja, dem Reparateur brauche ich zum Glück noch nicht, aber ich muss mal eben gucken, ob ich schon irgendwas zerlegen kann. Auf jeden Fall kann ich auch noch ein Wiederverwertungskit mir kaufen. Guck ich mal, was hier in dem Beutelchen drin ist. Kann man das essen? Nein, kann man auch nicht essen. Noch ein bisschen zerlegen. Wo wir gerade mal hier die Ruhe haben. Was ist ein Muschelbeutel? Klingt auf jeden Fall. Ja, hier kann doch nichts passieren. Hier kann man Zeit lassen. Na, das ist mal ein Fund. Na, das ist mal ein Fund. Also jetzt nicht ein halbes Kilo, sondern ist eine gute Sache. Fast fertig! So, am liebsten würde ich ja jetzt einen Cut machen, aber wir sind erst bei 12 Minuten. Andererseits hatten wir gerade so eine lange Folge. Da können wir von mir aus auch jetzt erstmal in Ruhe verkaufen. Machen wir hier den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Cut.